Leute, nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Kashi ist wieder da. Hallo! Und heute haben wir mal wieder was richtig Spannendes vor, denn wie auch schon die letzten Male müssen wir natürlich auch einen 24-Stunden-Dienst bei der Feuerwehr machen. Und das steht heute an. Für alle, die die Feuerwehr noch nicht kennen, hier habt ihr sie. Das ist unsere Feuerwehrstation. Die ist natürlich noch nicht ganz fertig, aber wir versuchen immer unser Bestes. Wir haben sogar schon eine Leitstelle und hier kommen natürlich auch noch ein paar Fahrzeuge rein. Das kommt vielleicht noch im Laufe des Tages. Wir schauen mal, was heute so passiert. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich allen Leuten heute helfen kann und... Oh, Leute, hört ihr das? Wir müssen schon schnell los in die Leitzentrale. So, Leute, wir müssen ganz schnell in die Leitstelle. So, einmal hier rein. Hier steht beim Hotel. Da müssen wir ganz schnell zum Hotel. So, Leute, schnell rüber. Das ist ja direkt hier vorne. So, wir gehen mal vors Hotel. Ich sehe es auch schon. Wir müssen das ganz schnell löschen. So, wie Hilfe! Hä? Hey, Lauschi! Ja? Hier hat's gebrannt die ganze Zeit. Sogar hier ist ein Loch jetzt in der Decke drin. Oh nein. Nee, wir müssen den Fahrstuhl... Warte, nein. In Brandfällen darf man niemals den Fahrstuhl benutzen. Genau, wir müssen das Treppenhaus benutzen. Ja, schnell nach oben. Okay. Hast du ihn trotzdem angemacht? Hier. Ach so. Yeah, komm schnell. Okay. Und alle sonst vorne vor der Tür brennen. Aua, Wasser. Wasser von der Decke. Sehr gut. Wichtig. Alter, Flauschi, warum warst du denn hier? Ich hab doch die Feuerwehr gerufen. Ich mach heute 24 Stunden Feuerwehrdienst. Okay, aber wenn du bei der Feuerwehr bist, ja? Warum brennt dann das Gerätehaus von der Feuerwehr selbst gerade? Was brennt? Dein Feuerwehrhaus. Leute, ja, wir müssen schnell hier runter. Vor der Tür ist hier auch noch ein bisschen Feuer, das muss ich noch schnell wegmachen. So. Weg. Und schnell rüber. Flauschi, oben auf dem Dach. Was? Oh. Wir müssen nach oben. Es brennt. Schnell löschen. Feuer. Oh, Wasser. Feuer. Ja, Feuer. Alter. Weg. Das ist gefährlich. Alter. Oh mein Gott, das war richtig knapp gewesen. Ich dachte ehrlich, weil du hier bist und das gelöscht hast, dachte ich, dass deine Statue komplett verbrennt, weil das hat da links an der Seite gebrannt gerade noch. Was? Ja. Wie? Hier links. Oh, das ist doch Wonder. Warte, innen drin brennt's auch, warte. Okay, nee, passt. Alles gut. Alter, was ist denn hier los auf einmal in der Stadt? Das brennt richtig viel. Dass ich heute Feuerwehrdienst habe. Normalerweise ist es eine andere Feuerwehr. Okay, sehr gut. Soweit scheint es eigentlich gut zu sein. Bis auf mein Tonstudio brennt gerade nichts mehr. Warte mal. Mein Tonstudio! Heute ist hier richtig viel los. Wir müssen uns auf jeden Fall richtig beeilen. Jetzt direkt zu Candys Tonstudio. Mal schauen, was hier los ist. Ich sehe schon, der Baum. Hier drinnen auch. Er ist draußen. Alles brennt drinnen, draußen alles, Flauschi. Helf mir, Candy. Löschen. Drinnen, lauf schnell rein. Lauf rein ins Haus. Oh nein. Oben, die Treppe hoch. Was bist du denn für eine Feuerwehr, ey? Ich kann doch nicht alles auf einmal. Ich muss doch eins nach dem anderen hier. Manometer. Du guckst auch nur zu, Candy, ey. Ich dachte, ey, mein Baum brennt. Ja, da war ich doch gerade dabei. Okay, aber immerhin, alles gut. Ich glaube, den müssen wir neu pflanzen. Ich habe den Baum abgebaut, alles gut, wir lassen es ausbrennen. Okay. Oh Mann, Flausch, ey, Alter, schon richtig krass. Weil vor allen Dingen das Feuer war richtig heftig und ich habe so laut geschrien, man hat fast die Hunde und die Katzen nicht gehört, die im Tierladen, der brennt gerade, sind. Aber gut, ich gehe da mal wieder, Was hast du gerade gesagt? Die Tiere! Ich habe gesagt, der Tierladen brennt auch! Schnell zum Tierladen! Oh nein! Hier unten, dein Aquarium brennt. Mein Aquarium brennt? Was? Dein Aquarium brennt. Wie kann das schnell denn nach unten brennen? Ja, ich beeil mich schon. Ich kann nicht schneller laufen. Oh nein, Flauschi, schnell. So. Alter, das war knapp. Du bist immer gerade rechtzeitig. Ich nehme hier einen Wassereimer mit. Ah, voll schlau. Du bist immer rechtzeitig zur Stelle. Richtig gut. Sehr gut. Oh Mann. Da hätte ich fast die Katze im Baum vergessen, die da nicht mehr runterkommt, wo die Feuerwehr die eigentlich retten müsste. Warte mal. Die Katze im Baum? Ja, die Katze im Beim Baum. Beim Nether-Portal in Flauschi, Krümelküste. Was? Im Baum, Notruf, schnell, eine Katze im Baum. Schnell hier landen. Oh, schnell, Vorsicht. So können die... Sie ist schon rausgelaufen. Sie ist schon hier unten. Hat sie es geschafft? Aber wie schnell ist sie denn? Die ist voll schnell. Ey, kleine Katze, du musst die einfangen, schnell. Die arme Katze ist doch alleine hier. Ich habe keine Fische. Dann hol schnell welche. Los. Leute, die Katze braucht ein neues Zuhause und wir müssen uns jetzt ganz schnell drum kümmern. Wir machen... Wir,
Wir zähmen die jetzt ganz schnell, dann bringen wir den Tierladen und dann müssen wir auch schon weiter. Nicht, dass noch mehr für Feuer fängt. So, ganz schnell. So, hier sind wir schon wieder. Wo ist die Katze, Ken? Die, wo ist sie hin? Die Katze, sie läuft hier irgendwo rum. Wir müssen uns beeilen. Nein. Hier, hab sie. Sie läuft sehr weg von gut. Mir. Ja, ich hab sie. Sehr gut. Los, schnell zurück. Ich geh zurück. Ken, ich muss schnell zurück zur Polizeizentrale. Ja, schnell. Feuerwehr meinst du? Ich meinte natürlich Feuerwehr. Wir müssen uns beeilen. Mann, Leute, bei der Feuerwehr hat man echt viel zu tun. Ich muss mich mal eben ausruhen. Oh, Leute, ich glaube, das war's mit ausruhen. Wir müssen schon wieder los. Der Alarm ist an. Oh, schnell beeilen hier. Schnell raus und let's go. Wir müssen natürlich erstmal den Anruf hier annehmen. So, jetzt. Hallo, wer ist da? Feuerwehr Flausch hier, hallo? Ja, ich bin's. Wo ist das Problem? Die ganze Brücke nach Paulberger Hills brennt. Hier ist überall Feuer. Die ganze Brücke. Gibt's Verletzte? Kommen. Ja, ich. Kommen Sie schnell, okay, ich beeil mich. Wir sehen überall uns gleich. Feuer, es brennt überall. Ja, ich beeil mich. Tschüss. Oh. So, Leute, da müssen wir uns jetzt richtig schnell beeilen. Die ganze... Ach, hier schon. Oh, schnell landen. Ja, ich lande hier. Löschen, bitte, Feuerwehr. Ja. Feuerwehr, löschen, oh bitte. Das geht nicht. Wir müssen es voll ausschlagen, Hand ausschlagen. Ja, weiter, schneller. Ja, ich freue mich schon. Oh, mein Gott, okay. Geht's dir gut? Okay, wir haben es geschafft. Das Feuer wurde gelöscht. Ja. Geht's dir gut, Alter, du hast die Krümelküste gerettet. Klar geht's dir gut. Hier, nimm was zu essen. Du hast gesagt, du bist verletzt. Oh, Mann, ey. Ja, alles gut, geht schon wieder. Okay, sehr gut. Ich war so ein bisschen geschockt am Anfang, weil Tuans Tempel auch gebrannt hat, beziehungsweise immer noch brennt. Und Candy? Deswegen dachte ich, krass, naja, ich gehe erstmal nach Hause wieder, du ja? Du weißt nicht, was du redest, Tuans Tempel brennt! Hä? Tuans Tempel! So, warte, hey, der ist komplett aus Holz, Achtung! Ja! Ja! Oh, der ausmachen! Oh, das ist so knapp, Alter! Immer kurz vor knapp, Flauschi, Mann, Glück, ey! Müssen wir nichts reparieren, hier ist alles okay, kaputt. Okay, jetzt schnell gucken, ob hier Verletzte drin sind. Tuan! Oh, Tuan! Feuer! Ja, nein, Feuer! Spaß, ich war's, aber Flauschi! Damit macht man keine Späße, ja, okay. Tuan ist zum Glück nicht da. Oh Mann, gut. Dann würde ich sagen, hauen wir ab wieder. Ich gehe wieder zur Zentrale. Flauschi, warte mal, du hast nicht mal ein Feuerwehrauto. Was soll das? Hilfe, was? Ja, warum hast du nicht mal ein Feuerwehrauto? Ich hatte noch keine Zeit, eins zu besorgen. Warum? Ja, bau jetzt mal eins. Ich kümmere mich in der Zeit um die Brände hier in der Stadt. Hier, ein Wassereimer für dich. Das ist der offizielle Feuerwehreimer. Boah, danke. Bis dann. Bis dann. Leute, Candy hat eigentlich recht. Wir müssen ganz dringend mal ein Feuerwehrauto bauen. Ich glaube, da machen wir uns jetzt ran. Wenn Candy sagt, übernimm den Dienst ab jetzt, dann ist das alles gut. Wir müssen hier auf jeden Fall mal eine coole Flotte hinbauen. Also Leute, wir machen uns ran, ein Feuerwehrauto zu bauen. Wir mussten jetzt erstmal für das Feuerwehrauto kräftig Platz machen, denn das Ganze kommt hier vorne hin, so halb rein, halb draußen. Wir müssen erstmal die ganzen Materialien besorgen. Dafür fliegen wir einmal zu uns nach Hause, denn wir brauchen richtig viel roten Baustoff, so Netherziegel und so. Das habe ich alles hier oder im Rathaus. Wir suchen uns das alles mal zusammen und sammeln das in einer Schalkerkiste. Am besten hier drin. So, Leute, ich habe jetzt so langsam alles zusammen. Wir brauchen noch ein paar Schilder. Die crafte ich jetzt mal schnell. Wir wissen alle, wie Schilder funktionieren. Und zwar so. Ich weiß nicht, ob die ausreichen. Und hier ist auch schon alles. Hier muss ich noch zusammen craften. So. 6 Stück brauche ich nämlich davon. Das brauche ich auch allgemein. Und rote Farbe brauche ich nämlich noch. Oh, das könnte nicht genug sein. Wir nehmen noch ein paar Rosenbüsche und das hier mit. So, perfekt. Das packen wir alles ein und gehen direkt rüber zur Feuerwehrstation. So, denn wir bauen jetzt ein richtig krasses Feuerwehrauto. Zuerst brauchen wir die 4 schwarzen Beton. Die setzen wir hier und dann lassen wir 6 Blöcke frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und setzen hier die anderen hin. Dann nehmen wir uns die glatten Steinziegel und setzen so ein... Leute, wir müssen hier die Markierungen wegmachen. Das mache ich eben schnell. Und setzen hier so ein T hin. Und das gleiche machen wir auch hinten. In der Mitte machen wir noch ein Verbindungsstück damit. So, dann legen wir das wieder weg. Wir nehmen uns dann diese roten Ziegel, Netherziegel, und setzen die hier rechts und links hin. Oh, ich merke gerade, wir haben alles eins zu lang gebaut. Wir müssen das ein bisschen kürzer bauen, aber das ist nicht so schlimm. So, hier müssen jetzt die Steine, die Balken hin und hier auch schon das. So passt es wieder.
So, jetzt machen wir an die Reifen, dass es auch aussieht wie Reifen, so Knöpfe dran, so ganz schnell. Und jetzt geht's auch schon ganz fix weiter. Und zwar nehmen wir uns jetzt die ganzen Blöcke und platzieren die so hier vorne auch so wie ein T hier drauf. Und dann brauchen wir auch noch die Treppen. Die machen wir hier so verkehrt rum dran. Direkt danach kommen die glatten Quarzstufen. Die kommen hier so dran. Dann brauchen wir wieder die Blöcke, ziehen die einmal bis zum Ende durch. Hier machen wir so. Und dann noch einmal hier in der Mitte so ein Stab. Das sieht jetzt auch ziemlich verwirrend aus, aber vertraut mir, Leute. Hier kommen jetzt Eisentüren rein. Keine Eisentüren, Eisenblöcke natürlich. Oh, ich hoffe, das passt von der Höhe her. So, jetzt bauen wir die nächste Reihe. Jetzt mal gucken, wie ich hier hochkomme. Ich nehme mal kurz einen Holzblock in die Hand. So. Jetzt brauchen wir Glas. Das habe ich hier auch schon vorbereitet für die Fensterscheibe vorne. Haben wir hier drei Blöcke. Dahinter machen wir wieder rote Ziegel. Hier machen wir genau dasselbe wie unten, auch wieder Quarzstufen. Hier wieder Eisenblöcke. Oh, oh, ich habe welche zu wenig, die muss ich gleich noch craften. Und genau dasselbe Muster wie unter. Und genau dasselbe Muster mit den Redstone-Ziegeln von der unteren Reihe. Diese Quarzziegel machen wir, diese Quarzzeit machen wir auch hier hinten rein. Das ist sehr gut. Das sieht schon richtig, richtig gut aus. Man erkennt schon ein bisschen, dass das ein Feuerwehrauto werden soll. Jetzt machen wir hier vorne, haben wir nochmal Treppen. Dann haben wir hier zwei und hier eine. Und hier dahinter kommt ein Block. Hier kommen nochmal Treppen hin. Die Mitte können wir auslassen, das ist nicht so wichtig. Da kommen gleich Teppiche oben drauf. Aber umso wichtiger sind, dass wir nochmal die Stufen nehmen und hier vorne dran Stufen platzieren. Jetzt füllen wir das hier oben nochmal mit... Oh, oh, Leute, meine Blöcke sind leer. Okay, Leute, ich muss nochmal kurz zum Rathauslager und da nochmal ein paar Sachen organisieren. Auch noch ein paar Eisenblöcke und rote Netherziegel. So, Leute, ich habe die Sachen organisiert. Wir hatten nicht mehr so viel da. Ich hoffe, es reicht. So, wir gehen hier einmal wieder drauf. So, perfekt. Ich habe auch Eisenblöcke mitgenommen. So, wir machen hier nochmal genau dasselbe Muster, wie wir gerade eben hatten. Oh, oh, jetzt muss ich hier einmal nochmal rein. Aber hier füllen wir dieses Mal aus. Und hier machen wir so verkehrt rum Treppen rein. Überall, wo Eisenblöcke oben drüber sind. Auch auf der Seite hier. Und da habe ich schon welche hingemacht. Jetzt fülle ich noch kurz die Eisenblöcke auf, die gefehlt haben. Und dann ist unser Feuerwehrfahrzeug auch fast schon fertig. Hier kommt jetzt quasi nur noch Deko hin. Wir müssen einmal hier oben drauf. Denn, oh Mann, ich habe was vergessen. Die Teppiche müssen jetzt hier oben drauf, damit man das nicht mehr so sieht, was da mal oben drauf war. So, wir müssen hier nämlich weiß und rot verlegen. Das müssen wir auch einmal noch innen machen. Oh, müssen wir gar nicht, weil da geht's gegen die Decke. Das passt also so. Und jetzt können wir hier schon mal abbauen, weil wir müssen nicht mehr oben drauf. So, einmal ganz schnell hier. Jetzt brauchen wir nämlich diese ganze Deko hier mit dem Leuchtrahmen, den Seelaternen und den Schildern gleich. Wir machen nämlich einmal hier, hier, hier und hier Leuchtrahmen hin. Oben kommen blaue, das ist wie die Sirenen. Unten kommen, Leute. Unten kommen normale Seelaternen. Ich muss gleich jetzt noch eine zweite holen. Mann, ey, wie ärgerlich. Und hier unten kommen rote Blöcke rein für die Bremslichter. Ich gehe mal eben eine neue Seelaterne besorgen, Leute. Bis gleich. So, Leute, die neue Seelaterne ist drin. Und dann können wir auch schon weitermachen mit den Schildern. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie das aussehen wird. Hier in die Mitte kommt nämlich, wird geschrieben, Feuerwehr. Hier kommen dann zwei Schilder rein, die leer sind. Das sieht schon richtig gut aus. Da ist roter Farbstoff und... Leuchtend müssen wir das natürlich auch machen, sehr gut. Hinten kommen drei leere Schilder hin, auch sehr gut aus. Und das ist auch schon unser Feuerwehrauto. Sieht richtig, richtig gut aus. Wir räumen unsere Sachen wieder weg und dann geht's weiter. Vielleicht passiert ja noch was Spannendes. Okay, Leute, mein Inventar ist aufgeräumt. Wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Feuerwehrstation und setzen uns in die Leitzentrale, falls was passieren sollte. So, hier einmal hinsetzen und jetzt warten wir. Schicht hier übernommen, hallo.
Hallo, wer ist da? Hallo, hallo, Schichtübergabe. Ach, Kenny, hallo. Ich mach Feierabend. Du weißt gar nicht, wie viel Feuer ich löschen musste. Wie viel hat denn die Feuerwehr hier zu tun, Alter? Ja, ganz schön viel. Banks Haus hat gebrannt. Dann hat Snoopys Haus gebrannt. Dein Haus hat gebrannt. Ja, mein Haus hat gebrannt. Meine Karottenfarm, der Zoo. So viel, alles hat gebrannt. Ja, heute ist sonniges Wetter, man muss echt aufpassen. Warte, was ist das denn hier? Hä? Ich habe ein Feuerwehrauto gebaut. Feuerwehr, hä? Wie krass sieht das denn aus? Das ja, sieht cool richtig gut aus, ne? Damit kann man auf jeden Fall die Welt retten. Und ich kann noch die Rücklichter hier drehen. Richtig cool, okay. Aber Flauschi, das Auto sieht sehr, sehr gut aus. Danke, Kenny, das ist jetzt offiziell ein Feuerwehrauto. Ja, klar. Lichter vorne, Alter. Du bist ja die beste Bauerin der Welt. Danke, sieht auf jeden Fall sehr. Ich bin auch sehr stolz auf mich. Naja, mehr wollte ich nicht sagen, außer dass die Leute natürlich ein Like und ein Abo dalassen sollten für dieses Feuerwehrauto und generell für die Feuerwehr. Und schreibt in die Kommentare, was für ein 24-Stunden-Video soll als nächstes kommen. Was soll sie 24 Stunden machen? Vielleicht als Bürgermeisterin, ja genau, cool. Oder, ach egal. Okay, Flauschi, ich würde sagen, ich habe zu tun, ja, weil ich muss jetzt 24 klar, Stunden dann als Bauarbeiter arbeiten. Alles klar, ich mache jetzt auch Feierabend. Okay, Kenny, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. So, Leute, bevor wir jetzt aber Feierabend machen, habe ich noch was Wichtiges zu tun. Und zwar ist die Feuerwehrwache noch ein bisschen klein und ich möchte noch eine zweite Etage draufbauen. Dann könnte man noch Büros, einen Umkleideraum und dann könnte man auch so eine coole Rutschstange irgendwie bauen, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dafür sammle ich jetzt einmal alles zusammen, so wie vorhin bei dem Feuerwehrauto meine ich natürlich. Da machen wir jetzt eine Schalkerkiste zusammen und dann bauen wir das alles zusammen auf. So, ich habe die Schalkerkiste. Oh, hallo, wer bist du denn? Was hast du im Angebot? Nichts Besonderes. Okay, Leute, weiter geht's. Ich habe nämlich die Schalkerkiste jetzt gefüllt mit Beton und Steinen und alles, was wir eben brauchen. Jetzt gehen wir einmal hier oben drauf. Wir müssen erstmal den Steinrand hier abbauen. So, der letzte Stein abgebaut. Jetzt können wir anfangen mit der Wand. Hier ziehen wir die Wände einmal. Wie hoch haben wir die denn unten? 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir jetzt nochmal 5 oben drauf. Ich ziehe erstmal überall die Wände. 1, 2, 3, 4. Das sind jetzt 5 Blöcke. Alles 5 Blöcke hoch. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Let's go. So, 2 hoch habe ich es mindestens schon überall gemacht. Wir können jetzt mal die Fenster einzeichnen hier. Machen wir einen Abstand und dann 3 hier. Ach, können wir hier mal 1, 2, 3 Abstand und dann ein Fenster machen. 2, 3. 2, 3. Perfekt. Hier machen wir auch 2. Hier ein großes Fenster. 1, 2, 3. Hier genau wie drüben. So, und jetzt nur noch hier. 1, 2. 1. 1, 2. Hier auch. Perfekt. Und den Rest ziehen wir jetzt komplett nach oben durch. So, Leute. Die letzten 2 Blöcke von den Wänden. Sehr gut. Jetzt können wir mal hier einen Flur irgendwo einplanen. Ich würde mal hier auf der Seite irgendwo machen, hier so lang. So, jetzt könnten wir hier noch verschiedene Büros machen. Hier könnte man das Ganze einmal so lang ziehen. Dann machen wir hier die Mitte geschlossen. So, hier ziehen wir einmal überall Wände durch. So, hier auch einmal komplett. Hier können wir schon mal Türen einplanen. So, das Ganze müssen wir natürlich auf der anderen Seite auch machen. 2 Blöcke haben wir da gebaut. Dann kommt hier die Tür. Dann haben wir nochmal 2 Blöcke. Das passt, das ist richtig symmetrisch sogar. Hier kommen 2 kleine Büros hin. Und hier mache ich auch nochmal zu. Ich muss gleich nochmal Blöcke besorgen. Weil hier kommen so Spinnzinge. Hier mache ich Schränke hin. Ich ziehe jetzt einmal eine Decke drauf und besorge noch mehr Beton. So, die Decke ist drauf. Damit hier aber mal ein bisschen Licht reinkommt, hole ich hier einmal die Laternen raus. Machen wir das Ganze so, einmal ein bisschen Licht hier rein. Alles so ein bisschen verteilen. Da das Loch, was ihr gerade gesehen habt. Oh, hier habe ich die Decke vergessen, Leute. Das muss ich gleich noch machen. Hier kommt so eine Feuerwehrrutschstange rein. Die wird richtig cool. Aber jetzt verteilen wir erstmal das ganze Glas. Und machen die Decke drüben fertig. Wir sehen uns, wenn die Fenster ausgefüllt sind. So, Leute, die Stange ist eigentlich auch
So Leute, die Stange ist auch eingebaut. Ich habe die jetzt aus Holz gemacht, weil die aus dem Eisengitter doch ein bisschen dünn war. Jetzt schnappen wir uns die Steine, gehen einmal nach unten, essen was und machen jetzt oben aufs Dach eine Umrundung mit den Steinen. Moment Leute, so jetzt können wir nach oben fliegen. Let's go, das machen wir auch einmal. So, die letzten paar Steine und wir sind fertig. Gucken uns das Ganze mal von außen an, sieht auf jeden Fall schon richtig gut aus. Sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie so eine große Feuerwehrstation, aber uns fehlt hier noch eine Treppe, weil bisher können wir nur hier durch hoch. Oh, wir müssen hier irgendwie noch eine Treppe runterbauen. Das würde doch hier eigentlich ganz gut passen. So, und hier auch. Perfekt. Ich probiere hier mal ein bisschen rum und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich das Ganze geschafft habe. Ich mache das mal mit den Steinstufen. Let's go! So, das Treppenhaus ist fertig. Ich habe das jetzt so gelöst. Hier rutscht man ja eh runter und dann kann man auch hier direkt hochlaufen. Hier habe ich ein kleines Geländer hin. Ich würde sagen, ich richte jetzt noch schnell die Büros ein und dann zeige ich euch alles. So Leute, ich habe jetzt alles fertig eingerichtet. Ich zeige es euch jetzt in 3, 2, 1. Oha Leute, wir haben hier so eine gemütliche Chill-Ecke und überall Vorhänge, dass man hier auch schön zumachen kann alles. Hier ist so ein bisschen die Pausenecke. Ich mache mal eben meine Schalkerkiste weg. Man sei mal leise da unten. Hier ist noch so ein kleiner Schreibtisch, wo man ab und zu mal ein bisschen was arbeiten kann. Hier sind Schränke für Uniform oder persönliches Zeug. Hier ist eben so eine kleine Arbeitsecke und hier sind zwei Büros. Jetzt rutschen wir hier einmal runter. Oh, hallo, was betest du an? Oha, Schleimbälle, eigentlich ist es voll rot. Naja, das war's jetzt gewesen, Leute. Ich mache jetzt Feierabend. Wisst ihr, wegen Feuer und Feuerwehr? Spaß, Leute, ich mache jetzt Feierabend. Es war heute ein richtig anstrengender Tag. Es war richtig, richtig viel los. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und Harald und ich verabschieden uns. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.